Es hat geklappt! Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, nein! What the fuck? Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, wir können ja nachgucken, dann werden wir es ja sehen. Einer von diesen beiden, aber welcher? Einer von diesen, aber oh Mann, zum Beispiel durch ein neues cooles Interface-Element am unteren Bild. Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört ab. Warum lässt der Idiot nicht los? Hey! Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Mann, was? Hey! Hört auf mit dem Unsinn! Hey! Hört auf mit dem Unsinn! Alles klar. Komisches Kanalisationsrohr. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Depon ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Muss er dreimal so viel Dreck? Weg! Es muss weg heißen! Oh, ich liebe den Bullen, ne? Sorry, mein Nasser. Oh. Ohne Witz, Deponia ist ein echt geiles Spiel. Ich feier Dedelic, also ich feier Dedelic generell für alle Spiele, die sie gemacht haben. Bist du das? Gott, ist das duster hier. Ja, das ist gut. Wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Das ist gut. Was ist das? Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von Menschen... Nice, go. Go, Rufus. Du weißt, wie man mit kleinen Kindern redet. Nicht doch. Psst. Bitte, wir müssen... nicht. Bitte, wir müssen... Nein, nicht go, ich wollte... Na dann... So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Na dann. So. Na.
Nicht so laut, Goal. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Na dann. Nicht so laut. Du weckst. Bitte. Wir müssen immerhin davon. Ach, nicht da. Okay, kommt nicht viel mehr rum. Dann zum Mittleren. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Oh, lecker. Damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey. Sind wir gerade aus dem Klo gekrochen? Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Ich suche gerade kurz nach Eiern. Ich finde aber keine. Runter. Was ist denn das? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Aber da müssen die schon früher aufstehen. Scheint ganz gut zu klappen. Das gibt's doch gar nicht. Da ist ein Ei. Lecker, Nacktschnabeltier. Die Mooks. Reden wir doch mal mit dem... Das ist das Nacktschnabeltier, sieht eklig aus. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Mook. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Mo. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? So will ich nicht nennen, Frau. Aber... Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Fokus. Boah. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Mook. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden... Das ist gruselig, dass die das weiß. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Hm. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich hab Plan. Ich glaube, du hattest recht, Mook. Das war doch ein Land. Sag ich doch, aber du hörst ja nie auf mich. Wir können. Können wir nicht? Muss das wirklich sein? Ja. Na gut. Brave! Hm? Ui, guck mal, Mook. Da ist ja Baby Boso. Na, Baby Boso, möchtest du noch ja, einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Dann nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Mook. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Nicht mit Koffeinlutscher. Oh, Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutsch schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß nicht, ob ich mit der zweiten Klasse abgebrochen habe.
Nice, Koffeinlöscher. Warum hängt der Typ, warum ist der Typ so sexy, Alter? Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann zieh ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Gott, das wird ja immer schlechter. Das ist Baby Bozo. Mit Opa Bozo habe ich keine Lust, das ist nur ein Brüchchen. Ist das nicht ulkig? Alles klar, wie so eine schlechte Sitcom. Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter? Eine Einbrecherin? Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma? Die Vorkosterin? Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Fuck? Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Die macht mir Angst. Was stimmt die macht denn nicht mir Angst. Herr Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit aber sie nennt ihn schon Rufus. Ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seiner geliebten Fifi Funkelfee Datasetten muntern ihn auf. Fifi Funkelfee. Ich mache Bozo wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. If you know what I mean. Da ist ein Gitter unten an der Straße. Oh, das Tor ist nur dafür da, dass Baby Bozo nicht wegläuft. Er ist so lebhaft. Im Gegensatz zu seiner Trantüte von Bruder. Verstehe. Und wer hat den Schlüssel? Es ist nicht abgeschlossen. Es hat lediglich eine Kindersicherung. Und nicht einmal die hilft. Baby Bozo ist einfach zugerissen. Genau. Im Gegensatz zu seiner Tarntüte von Bruder. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bozos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Bozo aus Portafisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt so, sorry, daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn es sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bozos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als
Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Können wir dir was Buttermilch abzapfen? Nein. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Klasse Mutter der Charmeur. Hat. Aber Rufus... Du Charmeur. Charmeur. Du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Schnauze, Boso. Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. What the fuck? Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves. Das ist ja langweilig. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden. Das klingt falsch. Die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu besuchen. Zumindest nicht seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ich dachte, Porta Fisco sei alles vom Ordnern besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Darf ich zum Essen dann? Wir reden später weiter. Nein, das sage ich jetzt nicht. Zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Busos Ballettunterricht raus.